Erinnert ihr euch daran, dass ich euch in der letzten Folge was zeigen wollte? Tue ich hiermit jetzt. Und zwar, wir haben ein bisschen im Familienarchiv rumgestöbert und das da dabei gefunden. Das allererste Super Mario Bros. Es ist auch drin. Fürs NES. Das NES haben wir auch gefunden. Und dazu, das liegt jetzt hinterm Greenscreen, warte, das hole ich noch kurz. Das allererste The Legend of Zelda. Ja, das erste. Und The Adventure of Link. Zelda 2. Auch fürs NES. Beide fürs NES. Beide gefunden. Und zusätzlich noch so richtig komische Hefte. Über Donkey Kong. Donkey Kong Country. Warte, ich zeige euch die mal alle Stück für Stück. Donkey Kong Country 2. So offizielle Guides von Nintendo für Super Mario 64, also 64. Genau, für OOT, also The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und Majora's Mask, The Legend of Zelda Majora's Mask. Die haben wir auch gefunden. Fand ich an sich richtig, richtig cool, dass wir das halt so haben. So, soll ja vorkommen. Gut, wir steigen direkt rein ins Game. Minecraft Dungeons, herzlich willkommen. So. Wir haben beim letzten Mal die Strahlenluft freigeschalten. Und ich weiß, wir sind underlevelt, aber auf das Ende aller Tage können wir es nicht spielen, weil wir dazu unterlevelt sind. Deshalb spielen wir es jetzt einfach ein bisschen einfacher. Ich hoffe, das stört euch nicht und freut euch auf gutes Gameplay von mir, weil ich so ein Profi bin. Gut. Hallo. Das lädt ein bisschen lang. Ah. Was? Erkunde die Schlucht. Ja, hatte ich vor. Gut. Wir haben Turtles. Es geht nach rechts. Ein sehr linearer Weg. Diese Dinger, das sind die schlimmsten. Wir brauchen Luft. Gut, diese Korallen leuchten, wenn man drüber läuft. Sehr schön. Wieder allgemein total die tolle Detailarbeit von Mojang oder Mojang. Was? Gut, wir sind extremst overlevelt, aber der macht ja ultra viel Schaden sonst. Die sind aus dem Jungle Awakens DLC. Warum die jetzt auf einmal unter Wasser sind, weiß ich nicht so ganz. Da das hier ja ein Dungeon ist und das ganze Spiel ein Dungeon Crawler, müssen wir uns hier halt etwas mehr umschauen als im normalen Spiel. Deswegen würde ich sagen, wir gehen systematisch vor, schauen uns Raum für Raum komplett an. Gut, hier geht es geradeaus weiter, wir gehen aber noch nach rechts, wo auch dieses schöne Leuchten herkommt. Grün. Wie geht's weiter? Ganz versteckt hinten in der Ecke. Hallo, wie geht's weiter? Unfair. Ich dachte jetzt, da wäre so ein Durchgang, weil das hier auf der Karte so gekennzeichnet ist. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass die Karte im Offen ist, aber ich habe die halt im Offen, um zu wissen, wo wir gerade sind. Und damit auch ihr irgendwie genauer nachvollziehen könnt, wo wir was finden, falls ihr das selber suchen oder finden wollt. Also falls ihr wissen wollt, warum ich so stark gelevelt bin, ich habe einen ganz klasse Trick. Und zwar, ich habe das Spiel auf einen ziemlich hohen Schwierigkeitsgrad gestellt. Ich war total unterlevelt, aber ihr müsst dann einfach versuchen, mit Pfeilen oder so die Gegner von nicht wegzuhalten, Rückstoß und so Zeugs halt. Und versuchen relativ wenig Gegner, beziehungsweise alle Gegner zu bekämpfen, aber versuchen so wenig Gegner wie möglich zu treffen. Und dann irgendwann im ersten Level, in diesem Creeper-Wald, erreicht ihr dann irgendwann mal da, wo ihr den Dungeon freischalten könnt. Ihr wisst, wo ihr links abbiegen müsst. Und wenn ihr da reingeht, dann könnt ihr da, direkt wenn ihr die erste Welle besiegt habt, eine Goldkiste bekommen. Und meistens ist es dann halt so,
Das ist dann, was es Gutes gibt. Und zwar habe ich zum Beispiel die 90er Rüstung bekommen. Und das 93er Bogen. War das der Hinterhalt schon? Ach nee, die spawnen hier auf der kompletten Island. Okay. Ich glaube, wir besiegen die einfach. Fertig. Ja, also Bogen ist ein bisschen problematisch hier. Es ist sowieso, dass der Bogen hier unten nicht so gut funktioniert, finde ich schade. Aber... Aber Feuer funktioniert, das ist irgendwie... Irgendwie ein bisschen falsch. Also Feuer funktioniert, wir können Feuer unter Wasser machen, aber unsere Pfeile fliegen. In der letzte Gear. Hier sind noch welche. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich habe nichts gedrückt, er hat einfach so ausgelöst von allein. Normalerweise drückt man ja entweder den rechten Stick oder hinten die Schultertaste, um diesen Dash zu machen. Aber ich habe ihn gerade eben nicht gemacht. Überlebe den Hinterhalt. Ja, habe ihn überlebt. Aber nichts dafür bekommen. Wow. Oder gehört. Ach, das gehört noch zum Hinterhalt dazu. Das macht Sinn. Erkunde die Schlucht. Mystisch. Ey, die sind schlimm. Die sind zwar nicht sonderlich stark, aber das erschreckt einen einfach voll, wenn es so Vollgas gibt. Wir müssen geradeaus. Sehe ich das richtig gut? Wir gehen rechts. Wenn der Weg einen sagt, wo man lang soll. Gut, wir gehen rechts. Ne, weil wir wissen ja, es ist ein Dungeon, das heißt, es gibt viele Kisten, viele versteckte Sachen. Und ich will das natürlich finden hier. Was machen Jungle Awakens Gegner hier? Das macht überhaupt keinen Sinn, ihr gehört hier nicht in diese Welt. Das sieht zum Beispiel schon mal sehr seltsam aus. Das Spiel bestand ja auch hier ziemlich viel aus Runterfallen, die ersten zwei Level. Oder ist ein Stärketrank. Den haben wir nötig. Wir sind nämlich so schwach. Oh ja, Wasseratmung. Auch immer sehr wichtig, aber mehr sonst auch nicht. Schade. Okay. Luft. Achso, wir haben Wasserdings. Okay, gehen wir gerade weiter. Ich glaube, das ist wieder so ein ultra langes Level. Das heißt, es wird doch wieder eine ultra lange Folge. Das wird für mich ultra anstrengend, das ganze Reden. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr dem Video gerne einen Like geben. Erstens weiß ich dann, dass euch der Content gefällt. Und zweitens unterstützt mich das in Sachen Motivation. Es motiviert mich, weiterzumachen. Genau. Irgendeinen Vorwand finden. Wobei das Liken ja gar nicht so die Sache ist. Wenn, dann vielmehr das Abonnieren, weil das ist eine Win-Win-Situation. Ja, ja klar. Ihr abonniert mich und ihr bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video kommt. Und ich habe was davon, dass ich einen Abonnenten mehr habe. Also so ist es hier. So ist es auf YouTube halt so. So muss man. Man muss das immer so sehen. Ey, geh weg. Also wenn euch das Ganze hier gefällt, könnt ihr den Kanal abonnieren, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn ich ein neues Video rausbringe. Und das ist dann gut für euch. Weil ihr dann Bescheid wisst, ihr kommt dann vorbei, könnt euch das Video anschauen und müsst nicht jeden Tag meinen Namen eingeben, um mich zu finden. Zumal viele sich meinen Namen nicht merken können. Da, eine Schildkröte. Ich rette die Schildkröten. Hier ist auch noch eine. Lass die Schildkröten. Von was werde ich getroffen? Von zu wenig Luft. Hier geht's nicht weiter für mich. Aber hier. Aber ich schaffe den Sprung nicht. Doch, ich schaffe den Sprung. Hui.
komme ich denn jetzt hier eigentlich zurück? Ja, weil das ist nicht machbar. Gar nicht. Aber ich werde wieder... Nee, ich werde nicht mehr. Ach, da gibt's so Bumper! Muscheln! Die uns wieder nach oben schleudern. Okay, hier müssen wir dann hin, wenn wir fertig sind. Aber zuerst retten wir doch Turtle! 3 von 5 Schildkröten. Ich glaube, wir hätten zuerst die vorher besiegen sollen, die am Anfang sind, aber... Gut, egal. Wir können hinlaufen. Oder schwimmen? Wieso laufen wir eigentlich unter Wasser? Das macht überhaupt keinen Sinn, aber ich weiß. Wir müssen schon wieder hinkommen. Nee, müssen wir nicht. Zack. Wir müssen erstmal den ganzen Gegner wegmachen. Oh ja, Wasseratmen. Was ist das? Harpunenarmbrust. Wir schauen uns alle Gegenstände dann nachher nochmal an, sofern wir so viel wie möglich freigeschaltet haben. Noch in diesem Video. Oh, der hat sich bewegt. Egal, weiter geht's. Elektrisiert schneller Hals über Kopf. Was heißt... Ich sterb gleich wegen dem. Heilung. Oh, die haben auch noch Schwerkraftzeugs. Nee, geh weg. Ich habe keine Luft mehr. Oh, der hat was gedroppt. Und zwar eine Diebesrüstung. Okay. Bitte sei kein Wasser da drin. Das sieht für mich aus wie eine Battle Arena. Es gibt ja noch Vorräte. Okay. Irgendwie klingt das nicht so gut. Ich nehme noch hier die Luft mit und dann gehen wir mal hoch. Gott. Aber jetzt sind wir hier oben. Okay. Macht Sinn. Jetzt müssen wir nur noch hier rumlaufen und wir sind jetzt einmal da durch, sind nach oben gelaufen sozusagen, kommen jetzt oben wieder raus. Da, wo wir gerade eben nicht hochgekommen sind. Okay, das ist der Hammer. Und Skelette. Skelette sind das Schlimmste hier. Hier ist schon wieder ein versunkenes Schiff. Sieht immer nicht viel. Was ein beeindruckender Aussehen. Hier würde ich auch schwimmen. Kann man eigentlich als Taucher Höhenangst? Darf man, also, gibt es Taucher, die Höhenangst haben? Weil, also so... Wenn ich da jetzt hier vor irgendeinem großen Loch im Wasser stehe, und da geht es Millionen Kilometer runter und es ist alles gut ausgeleuchtet. Man sieht, dass es Millionen Kilometer runter geht. Es ist so ganz nice, fände ich das jetzt nicht, da runter zu schauen. Und hier ist da... Ist das jetzt hier Lava? Zeug. Du hörst ins Jungle Awakens DLC. Geh weg. Da sind Pfeile. Es sieht aber sehr cool aus mit diesem Feuer. Wasser und Feuer ist sowieso eine richtig, richtig gute Kombination. Zack. Ich glaube, diese Leuchtfeuersachen sind die stärksten Items im Spiel, habe ich irgendwie so das Gefühl. Klar, ich habe eine Standardausrüstung, ich benutze Heilung, ein Tier und so ein Ding. Die machen sogar sehr gut Schaden, die Dinger. Oh, Levelaufstieg, sehr schön. Verzauberungsprofil, wo müssen wir? Nach rechts? Gut, wir gehen nach links, ich bin für links. Wer noch? Sehr schön, dass ich nicht alleine bin. Gut, hier haben wir wieder vorne so ein riesen Dings und hier gehen gleich Dinger hoch und sagt Raid. Genau. Nee, keine Skelette. Ja.
Kuchen kann uns auch machen. Oh, es kommen noch mehr. Aber das sind die kleinen, da muss man gar nicht laufen, die kommen normalerweise von selber an. Und wir bekommen eine normale Kiste. Ich glaube, das lohnt sich an sich gar nicht. Wobei doch krank der Geschwindigkeit. Für den Trank der Geschwindigkeit durch alles. Es gibt auch Mods, da hat man konstanten Trankgeschwindigkeitsboost. Das finde ich sehr gut, weil ich finde, man läuft in so vielen Spielen zu langsam. Ich finde, man sollte sich schneller bewegen. Können. Bin ich hier? Okay, es geht hier vorne weiter. Hier müssen wir hochspringen. Hui! Und nochmal einen. Ein etwas größeres. Hier ist überall Lava. Das sieht voll cool aus. Ich hoffe, ihr habt das Bild auch in Full HD 60 FPS. Wieso Creeper? Nicht. Hier ist Luft. Hier ist Luft. Ich sehe es gerade. Hier ist Luft. Boah, das ist ja. Ich habe den Übergang gar nicht gesehen. Oh ja, wir können wieder gescheit schießen. Und dementsprechend noch viel besser durchgrinden. Oh yes. Luft. Das ist auch voll genial. Ich will da hoch. Einfach nur um sagen zu können, ich bin da hochgegangen. Ah, jetzt fällt unser Totem auch die ganze Zeit hoch und runter. Wie cool! Wobei, das droppt jetzt weg. Spooky, guck, da muss er einfach nur hinlaufen, so machen, fertig. Wir müssen nach links oben, gut, wir gehen nach rechts. Mittlerweile bin ich bekannt dafür. Gut, ich glaube, die Folge wird heute doch länger, wenn ich so sehe, was noch alles auf uns zukommt. Also, das ist ultra genial. Ey, was die da für Ideen haben für das Spiel. Das ist der Hammer. Also bisher das contentreichste oder kreativeste DLC. Also von allen. Muss ich schon sagen. Und hier gibt es eine Kiste hier. Eine Goldkiste, also es würde sich theoretisch wirklich mal lohnen, hier vorbeizuschauen. Im schweren Modus, aber ich bin halt echt noch zu schwach, um das hinzukriegen. Und ich würde da noch ein bisschen warten. Und laufen wir mal diese lange Schlange lang. Das war ein Fehler. Puste uns nach oben, puste uns nach oben. Okay, wir haben's. Gut, ich rufe mal Spooky, bevor Spooky der Held noch verletzt wird. Creeper erstmal weg. So. Zwei Skelette, Zombie. Weil es geht wieder nur um eine Chest, wenn ich das richtig sehe. So macht das Spiel. Wieder drauf. Oh, oh, böse, böse, böse. Mit Y heilen wir uns ja, dann kriegen wir unseren Heilbogen. Also, Wahnsinn. Ich bin total überzeugt, es macht mir richtig, richtig Spaß, hier gerade durchzulaufen. Und die Mobs zu bekämpfen. Zack. Allein, wenn man so viel entdecken kann hier. Ja, das ist. Für ein Video ist das ein bisschen viel Content, klar. Aber dann wird's halt mal. Zwei Goldkisten? Leute, das ist auch bisher der. Theoretisch gesehen der beste Dungeon von allen. Wobei er ist auch ziemlich groß, bis man da überall durch ist. Ah, und da geht's jetzt auch noch nach rechts weiter. Vielleicht muss ich die Folge auch in zwei Teile teilen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht, weil es sieht halt echt nicht gerade kurz aus. Ich habe natürlich bekommen ganz viele neue Items, die ich euch dann nachher zeigen kann. Lesen wir uns das zusammen durch. Oder wir machen einfach eine gemütliche XXL-Folge heute. Das haben wir auch noch nicht gemacht, oder?
Schnappt euch Kaffee, Chips, Cracker, sonst irgendwas zum Essen und entspannt euch einfach bei dieser heute etwas längeren Folge. Während ich hier nicht entspannen kann, weil ich hier... Spooky ist tot? Was ist die Küper? Es wird immer größer und es sieht immer bedrohlicher aus, je weiter wir kommen. Am besten macht euch das Video an, wenn ihr gerade Hausaufgaben machen müsst oder beim Essen oder sonst irgendwas, einfach auf dem Handy und einfach zuschauen. Ihr müsst ja nicht aktiv mitdenken oder so, ihr müsst euch das ja einfach anschauen. Wie komme ich nach da? Gott, das geht wieder nach oben. Okay. Das ist der bisher mir doch klar, ich will die Kiste. Das ist bisher der größte Dungeon, den es je gab. Hört mal Spooky wieder hoch. Bitte fall nicht runter, Spooky. Okay. Boah, wir sind fast tot. Und die waren, das waren starke Gegner. Boah, das hat mich gerade voll erschrocken. Geh weg. Ich muss heilen. Spooky, wir müssen uns heilen. Bleib hier. Warte. Wir haben aber wieder einen Dreizack, einen Köcher, Kescher, wie auch immer das heißt. Wenn es da vorne keine Obsidian. Ja, Obsidian-Kiste. Hammer. Wahnsinn. Gut, ich kriege jetzt halt nur Sachen, die ultra underleveled sind. Aber für den Aufbau. Für diese Aufmache an Level ist das der Wahnsinn. Ich sehe nichts. Heilen. Spooky, komm wieder her. Besieg den Zombie. One-Shot mit seiner Spucke hat Spooky das weggehauen. Spooky, du bist ein Profi. Wir gehen mal weiter, komm mit Spooky. Das wird mich wahrscheinlich wieder 10 Jahre Hochladezeit kosten. Egal, ich fange heute an mit Hochladen. Dann ist es im nächsten Jahr fertig. Oder soll ich es doch teilen? Doch, ich teile das Video, wenn ich einen guten Punkt finde, teile ich das. Wenn jetzt hier ein Ausgang... Hier ist kein Ausgang. Nicht wieder alles zurücklaufen. Ey, bitte. Ah, nee, wir sind ja. Nee. Ich folge jetzt mal dem Pfeil. Der Pfeil sagt darüber. Achso, und da sind wir gleich. Ah, okay, okay, passt. Wieso sagt der Pfeil darüber? Was will der also? Es ist wahrscheinlich wieder nur ein Bug. Hier ist der Ausgang. I think so. Oder könnte ich theoretisch hier den Schnitt setzen? Ist das... Ja, von hier kamen wir. Gut. Dann setze ich hier einfach mal einen Schnitt. Nach 24 Minuten ist auch okay. In der Playlist. Die könnt ihr jetzt einfach weiterlaufen lassen. Und der Rest... Wir sehen uns in 2 bis 3 oder 8 Tagen wieder. Je nachdem, was noch alles dazwischen kommt. Bis dann, Leute. Ciao.